Moin Moin Freunde außergewöhnlicher Spielerlebnisse. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit einem etwas in die Jahre gekommenen, ja sehr, sehr extrem, ja schon extrem mutigen Spielereignis, Erlebnis, was das Thema der Psychosen, so Wahnvorstellungen, Schizophrenien und so weiter behandelt. Dazu später mehr. Senuas. Hello. Sacrifice. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here. Lauter. Nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now deep into darkness. There will be no more stories after this one. Why is she doing this? I'm watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue me. He's already dead. I can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Look, up ahead. You see it too? You promised you could. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light
is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own. It isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. No going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Okay, hier ist die Heldin des Geschehens. Eine Deutsche ist in die Rolle geschlüpft, habe ich gehört, beziehungsweise gelesen. Nachdem die eigentlich die engagierte Darstellerin abgesprungen ist, ist tatsächlich, glaube ich, eine Entwicklerin von Ninja Theory in die Rolle geschlüpft. Eine Frau Jürgens war das, glaube ich. Ja, die taucht auch eben auf im Namen der Melina Melissa Jürgens. Aus Paderborn, die jetzt die Protagonistin des, ja, keltische Kriegerin ist sie, genau, des, ja, sehr, sehr nischenlastigen Spiels. Ich meine, auch 4 Psychologen sind engagiert worden und 2 Professoren auch noch, was das Thema Psychosen und so weiter angeht. Also wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt, sowas mal in ein Videospiel zu integrieren. Wobei, es passt ja eigentlich auch sehr gut rein. Also, wenn nicht hier, wo sonst kann man solche Wahnvorstellungen gut grafisch darstellen? Okay, aber mein Controller ist so ein bisschen... Wird ein bisschen schwieriger, stehen zu bleiben. Manchmal läuft die Figur ein bisschen weiter. Okay, kriege ich noch irgendwie eine Anleitung? Steuerung? Gar nicht. Dann wollen wir mal kurz gucken. Alles klar, Schultertaste. Vergiss nicht meine Geschichten, Senua, weil deine Finsternis von Hell kommt und dein Schicksal sich dort entscheidet. Du musst die Orkney-Inseln über das Ostmeer verlassen und eine Straße nach Norden finden und durch tiefe, düstere Täler ziehen. Nach 9 durchrittenen Nächten wirst du einem großen Fluss folgen und eine goldene Brücke vorfinden. Von da aus geht der Weg nach Helheim ab. Überquere die Brücke über den Fluss der Klingen, der in der finsteren Welt Niflheim entspringt. Okay. Ist das noch was? Okay. Ist noch nicht aktiviert, der Rest der Steuerung. Kann ich laufen? Oh, tatsächlich. Laufen kann ich. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ein bisschen sehr, sehr textlastiger Einstieg.
nicht so der Freund von, aber gut. Ja, ich für die Aufnahme spieß natürlich jetzt gerade nicht über Kopfhörer, da wir das natürlich mit den Stimmen noch viel, viel ja, atmosphärischer als so jetzt. Weil hier mein Billigmikro auf der Brust liegen, um ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, das akustische Erlebnis, das würde einen, glaube ich, umhauen jetzt in dem Moment. Das sieht ja eher aus wie so ein... Ja, Wesen aus der keltischen Mythologie oder nordischen Mythologie. Ein bisschen so, vielleicht täuscht das auch. Und meine Fantasie dreht auch schon ein bisschen durch hier. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Okay. Ja, Ninja Theory hat sich richtig frei gemacht. Das Spiel gilt ja als AAA Independent Spiel. Die wollten wirklich niemanden haben, der reinredet, wie dieses und jenes zu bewerkstelligen ist. Die wollten ihrer Kreativität absolut freien Lauf lassen können. So, da hatte sie hingeschaut. Da muss ich wohl irgendwie mal demnächst hinkommen. Vielleicht auf diese Brücke oder so. Ich laufe mal ein bisschen. Mir ist das so ein bisschen zu... Wer lesen will, möge mitlesen. Mir ist das zu gesprächslastig. Ich muss jetzt nicht alles mitkriegen. Okay, hier ist nichts mehr. Ja, ich sagte vorhin, in die Jahre gekommenen Spiels. Ja, es ist ursprünglich auch, glaube ich, nur als Store-Spiel draußen gewesen. Später erst als Harddisk. Und ihr konntet... Soll ich da schon wieder was lesen? Muss ich auch, glaube ich, nicht, oder? Ich guck mal kurz, okay. Ja, das hatten wir schon mal, 9 Welten. Sky Gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Okay, machen wir uns auf den Weg nach Helheim. Erst einmal dort, wo die Toten hausen, nach oben klettern. Alles klar, über X.
ja, ich sag, in die Jahre gekommen, ne? Das Spiel ist glaub, August 2017. Erst als... Ich komme gar nicht zum Reden bei den ganzen Stimmen. Ich rede trotzdem mal gegen einen jetzt. Als Store-Spiel. Ich weiß gar nicht, seit wann das als Harddisk zu haben ist. Dann treten wir mal ein. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. Unless the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. He's gone. Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. I guide you in this life and the next. I will tell you my stories of stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. Focus. 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 I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Okay. Noch ein Versuch. Muss jetzt irgendwie ihre Ängste überwinden. Fokussiere ich die mal an. So. Symbole. Okay, das ist sozusagen ein Stimulus gewesen, der ihr die Angst genommen hat. Jetzt dürfte ich rein. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? We are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. You can't fall. If you fall, you will die. Okay. Schön das Gleichgewicht behalten. Das ignoriere ich mal. Das ist mir wirklich zu textlastig gerade. Komme ich nicht rüber? Okay.
Also die Marschrichtung ist klar soweit. Quasi 9 große Bereiche, die ich zu erkunden habe. Oder Hela oder so, ne? Ja, genau, das ist ja die aus der Mythologie. Schauen wir mal. Finsternis greift um sich. Komme ich Besuch aus der Schattenwelt jetzt? Ihr habt ihn mir genommen. Okay. Zurück. Was denn? Ein Talisman oder sowas? Oder um was geht's? Hat sie ein Kind gehabt? Ein Sohn? Hat ihren Sohn genommen? Man weiß es nicht. Oha, ich habe eine Waffe und ich weiß nicht, wie ich kämpfe. Das ist auch gut. Kann ich laufen? What? Rollen kann ich auch. Okay. Okay. Kann ich den schlagen überhaupt? So nicht. So soll es blocken sein. Das ist natürlich toll. Man hat keine Ahnung, wie man kämpfen soll. Eben rollen. Wie war das noch? Nee. Ich muss versuchen, so auszuweichen. Okay, 4 Schläge kann ich jetzt noch machen. Auch möglich, okay, aber ich, das Ausweichen ist ein bisschen komisch. Das gelingt mir nicht so gut. Vielleicht soll ich meinen dritten Attacke machen. Mal gucken. Okay. Ich hab gedrückt halten und laufen. Nee. Hallo, Kamera. Danke. Geht nicht mehr Button smashen jetzt.
Oh, ist das düster. Okay. Noch einer. Oha. Gewollt ist oder ob man die Schatten doch besiegen kann am Anfang. Oh, bin ganz schön verkokelt. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Müssen wir wohl erstmal einen anderen Weg gehen. Oh, mit jedem Fehlschlag wächst die Fäulnis sozusagen. Die Fäulnis Senuas Kopf. Ja, schön schnell die Texte wieder. Ich liebe das. Und jeglicher Fortschritt ist verloren. Okay. Diese extrem schnellen Einblendungen und das Verschwinden von Texten, das ist wie eine Unart heutzutage. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Okay. Ja, soweit, so gut erstmal. Ein kleines Resümee über den ersten Eindruck. Bleib mal stehen, Kamera drehen. Jetzt hört mal auf, stimmen. Seid mal ruhig an ihr. Seid mal ruhig, für einen Moment ist sie jetzt clear im Kopf. Psychotisch unbefleckt. Lass ihn jetzt mal in Ruhe, kurz. Schwierig, was dazu zu sagen, wenn er mal gesappelt wird. Ja, grafisch wirklich schön. Sie haben sie wirklich gut dargestellt, die keltische Kriegerin. Texturen, schöne Effekte. Ich hoffe, es nimmt etwas ab mit diesem Gequatsche und diesen ganzen Text, mit dieser ganzen Textlastigkeit. Ich finde es ein bisschen anstrengend, so schon. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich dann auch noch Kopfhörer hätte. Dann wird es mir vielleicht noch mehr auf den Anstrengungspegel gehen. Ja, auf jeden Fall interessant. Interessant. Ein Thema zu behandeln, was sonst ja mal am Rande stattfand, so in Videospielen. Aber hier wirklich zum Hauptbestandteil des Spiels gemacht wurde. Das Kampfsystem, ja, schwierig zu sagen. Man wird ja nicht eingewiesen. Also ich konnte treten, ich konnte schnell zuschlagen. Ich konnte ausweichen. Manchmal wurde aus dem Ausweichen auch automatisch, glaube ich, eine Rolle. Ich
konnte die Waffe in so eine Blockhaltung auch stellen, aber mehr weiß ich jetzt nicht. Was weiß ich sonst noch über sie, ob sie springen kann. Ja gut, balanciert, bin balanciert. Ja, schwierig. Ja, ich bin ein bisschen gemischt jetzt, was meinen Eindruck angeht. Wie das gefallen könnte. Aber wegen der Story alleine schon. Ist interessant, sozusagen in ihre Halluzinationen einzutauchen. Zu wissen, wie es weitergeht mit den Göttern, die es hier zu besiegen gibt und gilt. Musikalisch. Soundeffekte klingen gut. Musikstücke selber. Oh, schwierig. Kann man da überhaupt schon ein Musikstück? Kurz nur, ne? Ja. Ja, schauen wir mal weiter. Ich mache hier erstmal einen Cut. Beziehungsweise, ich kann da mal ganz kurz gucken, wo ich lang möchte weiter. Valraven, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Okay, dann brauche ich sein Mal und andere Male wahrscheinlich auch, um dann das große Tor öffnen zu können. Wen haben wir denn sonst noch? Wir hatten den Feuergott hier auch noch. Das wird er wohl sein. Sort, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Ja, ich denke mal, ich mache hier weiter. Und stell wahrscheinlich auch noch was rein. Also so ein Endkampf wahrscheinlich. Ich glaube, die meisten werden es ohnehin schon kennen, die sich dafür interessiert haben. Die haben ja jetzt lange genug Zeit gehabt. Also vom quasi 8. August war das 2017 bis heute. Wenn einige YouTuber das bestimmt bearbeitet haben. Und intensiv auch eingestellt haben, dass ich vielleicht so ein Bossfights reinstelle. Speedrun-tauglich ist es vielleicht, ich weiß es nicht. Gut, laufen kann man immerhin. 9 Welten, das könnte Speedrun-tauglich sein. Aber ob mich das dann so anfetzt, dann Speedrun durchzumachen, denke ich eher weniger. Da muss man wirklich Zeit mitbringen und Lust, sich drauf einzulassen. Grundsätzlich habe ich Lust, mich auf solche Sachen einzulassen. Nur heute jetzt gerade nicht so. Irgendwie bin ich nicht so motiviert, da jetzt wirklich reinzutauchen. Dann erstmal bye-bye und auf Wiedersehen. Vielleicht kommt was, vielleicht auch nicht weiteres.